Mahlzeit, ihr Freunde der Schiene und der Straße. Herzlich willkommen zurück zu eben diesem Spiel. Wir laden uns jetzt hier unser Vivek Safe wieder und werden dann mal schauen, was wir denn jetzt als nächstes tun. Wir haben jetzt die Möbelgeschichte soweit am Start. Wir könnten jetzt, um die Möbelindustrie noch ein bisschen zu befeuern. Ihr hört es gerade, ich habe die Musik ein bisschen lauter gemacht, um diese flotte, geile Musik so ein bisschen zu hören. Wir könnten, um die Möbelindustrie noch ein bisschen zu befeuern, im wahrsten Sinne des Wortes, das Ganze jetzt noch anschließen an eine andere Stadt, zum Beispiel an die da hinten. Die allerdings auch eine Möbelfabrik hat. Blöd. Blöd, das ist blöd. Es gibt viel zu viele Möbelfabriken hier. Jetzt mal ohne Witz, jede Stadt hat fast eine Möbelfabrik. Das gibt's ja gar nicht. Hier unten auch. Hier ist eine... Oder ist hier nur eine Sägemühle? Das weiß ich jetzt nicht. Na gut, egal. Wir haben jetzt die Möbel erstmal so weit fertig. Wir könnten jetzt zum Beispiel gucken, dass wir die Wolle verarbeitet kriegen. Dann brauchen wir aber Baumwolle auch noch. Das machen wir nämlich hier oder hier. Hier könnte man es auch machen. Wolle und Baumwolle zu Kleidung. Ja, ich meine, hier gibt es schon mal Baumwolle. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das wäre schon mal ziemlich nah. Ja, das kann man machen. Das kann man tatsächlich machen. Da muss man gerade wieder so ein bisschen überlegen. Wir sind jetzt hier. Kommen von da. Denn wir wollen die Kleidung ja auch irgendwie wieder loswerden. Hier haben wir tatsächlich noch eine Möbelfabrik. Da könnte man noch Bretter hinbringen. Hier gibt es sau viele Industrien. Stahl wird auch noch interessant. Wir können auch vielleicht erst Stahl machen, weil Stahl ist eine Industrie, die macht sehr, sehr viel Geld. Und die wird wirklich auch sehr gut laufen, weil sehr viele Industrien Stahl brauchen. Konserven braucht Stahl, Autoindustrie braucht Stahl. Wobei Autoindustrie auch wieder so eine Sache ist, die läuft in der Regel auch nicht. Aber mit Stahl kann man gut Geld verdienen, das ist Fakt. Darum vielleicht hier unten bietet sich Stahl wirklich an. Hier ist das Stahlwerk, aber ich muss den Stahl halt auch irgendwie weiterverarbeiten. Und von hier unten nach hier oben, dafür habe ich jetzt noch keine Kohle, um so lange Strecken zu bauen. Das rechnet sich noch nicht so wirklich. Aber vielleicht habe ich da unten ja auch irgendeinen Betrieb, der Stahl gerne weiterverarbeiten würde. Hier zum Beispiel... Stahl, Fisch und Vieh zu Konserven. Stahl, Fisch und Vieh zu Konserven. Fisch ist eigentlich nicht das Problem. Häfen habe ich in der Regel mehr als genug. Vieh könnte ein bisschen interessanter werden. Was bist du hier noch? Nur ein Stahlwerk. Aber da ist doch noch einer hinter, oder nicht? Okay. Also Fisch kommt von hier aus den Häfen. Das ist nicht das Ding. Vieh kommt vom Bauernhof. Aber am Bauernhof sehe ich jetzt hier nicht. Das ist Getreide. Das ist Milch. Wie sieht denn jetzt Vieh nochmal aus? Also, Vieh hat ein Vieh. Okay. Macht Sinn. Aber ich habe hier in der Nähe nichts. Doch, da. Das ist gut, weil der kann den Fisch mitnehmen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Und dann wollte ich hier hin, ne? Jawohl. Jawohl, ja. Okay. Okay, das wird das nächste große Projekt.
Dann kann man nämlich in der Regel vielleicht schon mal hier so einen Bahnsteig hinbauen. So, was akzeptierst du? Baumstämme zum Beispiel, Konserven akzeptiert er. Das ist doof. Ach nee, okay, ich war im falschen Reiter. Es warten Baumstämme hier. Wegen ihm hier. Okay, das ist natürlich gut. Ich kann die Baumstämme nämlich auch weiterbringen zu dem Sägewerk, was ich da oben schon habe. Ah, das ist wirklich gut. Also der lohnt sich hier. Der lohnt sich. Ist nur ein bisschen eng hier halt leider alles. Das ist ein bisschen das Problem. Aber hier kann man richtig Kohle machen. Stahlfisch, Vieh, Kleidung, Möbel war... Nee, Möbel nicht, weil hier war... Doch, Möbel auch. Hier war nur ein Sägewerk, glaube ich. Oder was war hier? Nee, gar nicht. Hier war nur die Holzfällerei. Okay. Das ist doch schon mal alles cool. Das heißt, wir machen den Bahnhof jetzt mal richtig fett. So fett es irgendwie geht hier, denn so viel Platz haben wir ja nicht. Schon zu fett, so viele Züge wären es dann auch nicht. Aber wie gesagt, ich mag es halt auch, wenn es so ein bisschen groß aussieht alles. Ich baue gerne so ein bisschen größer. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie nach unten raus. So. Also wir bauen uns jetzt erstmal hier wieder so einen dicken, fetten Bahnhof hin. Wie wir das da unten jetzt auch schon ein paar Mal gemacht haben. Und dann ist die Kohle nämlich auch schon wieder weg und wir müssen erstmal wieder sparen. Das ist jetzt am Anfang leider so ein bisschen mühsam alles. Aber das wird besser. Wenn wir erstmal ein bisschen Kohle verdient haben, dann kann man am Ende... wirklich bauen, wie man lustig ist. Man kann komplette Bahnhöfe wieder abreißen im Prinzip und komplett neu bauen, weil man so viel Kohle hat, man weiß gar nicht, wohin damit. Aber bis wir da sind, dauert es noch einen kleinen Moment. Deswegen müssen wir jetzt hier so ein bisschen... ja, ein bisschen Geduld haben einfach. Also ich baue natürlich schon gerne jetzt groß und auch teuer. Aber bis wir uns das Ganze dann finanzieren können, dauert es halt immer so ein bisschen. Diese Mucke ist einfach geil, Mann. Geht voll ab, Alter. Oh, hier wird es aber auch eng. Aber das ist nicht so schlimm. Hier muss ich ja so oder so früh raus. So. So, das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich hier so einen Bogen mache. Dann kann ich die nämlich gerade hier so drauf zuführen. Ist eigentlich ziemlich kühl. Na komm. Ich hoffe, die Mucke ist nicht Copyright geschützt. Sonst muss ich sie wieder ausmachen. So, kann ich das schon bauen? Nein, mir fehlen 100.000. Aber ich muss das jetzt erstmal hier hinsetzen. Ich muss jetzt in Etappen bauen quasi. Aber die Kohle kommt ja rein. Ihr seht es ja. Mir fehlten gerade, ich glaube, 30.000, 40.000 oder was es war. Und es hat ewig gedauert. Und jetzt kommt die Kohle halt schon rein. Weil ich einen abgeschlossenen Kreis habe jetzt. Das heißt, ich habe vom Urbetrieb quasi von den Baumstämmen
bis zur Endverarbeitung, bis zur Endlieferung beim Kunden mit den Möbeln habe ich einen Kreislauf. Darum kommt jetzt die Kohle rein. Ihr seht es jetzt hier gerade mal locker verdoppelt, das Ganze. Und jetzt können wir uns das schon mal hier hinstellen. Wir können auch hier jetzt schon mal die Signale setzen von mir aus. In der Zeit kann er ein bisschen weiter Kohle scheffeln da unten. Ja, manchmal sind die Pfeile ein bisschen unterschiedlich, ne? Hier sind sie relativ nah an der Weiche, aber hier teilweise sind sie ein bisschen weiter weg. Aber na gut, ist halt so. So, dann machen wir uns hier jetzt unseren Kreis gerade mal wieder fertig. Das will er nicht. Habe ich zu eng aneinander gebaut. So. Okay. So, wunderbar. Dann erstmal wieder okidoki. Dann kommen hier jetzt noch so ein paar Gleise wieder rein, das kennen wir ja auch schon. Das sieht ja mal scheiße aus jetzt. Na, komm schon. Nein, nach oben. Komm schon. Stell dich nicht so dumm an. So. Soll reichen. Soll reichen. Man kann später natürlich auch, um seinen Gewinn noch ein bisschen zu maximieren, mehrere Züge quasi denselben Fahrplan fahren lassen. Gerade auf den längeren Strecken macht das durchaus Sinn, da auch mal 3 oder 4 Züge drauf zu schicken. Immer vorausgesetzt natürlich, dass die Betriebe dann auch mit der Produktion nachkommen. Falsch. So ist richtig. So, jetzt kann ich hier noch so ein Zwischending einlegen.
gehen. Das könnte schon eng sein. Das könnte doch schon eng sein hier. Ich habe eigentlich gedacht, das würde reichen, aber das sieht doch sehr knapp aus. Ah, das müsste gehen. Okay, so, hier fehlen noch welche. Ja, war schon richtig. Nein. Mensch, war schon richtig. Komm schon. So soll er aussehen. So, okay. Ja, gut, okay. Gut, dann haben wir den schon mal fertig. Dann speichere ich das Ganze gerade mal. Und jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Das passiert mir aber wirklich sehr häufig. Ich wollte Stahl machen, hatte ich gesagt, ne? Nee, Quatsch, ich wollte Stahl machen und Konserven vor allen Dingen wollte ich machen. Das heißt, ich wollte Fisch und Vieh ranbringen. Das wollte ich als erstes tun. Dann nehme ich am besten jetzt einfach den hier mit. Das heißt, von hier. Das ist zum Beispiel auch so ein Kandidat, da kann man gut und gerne zwei Züge fahren lassen. Man könnte zum Beispiel auch einen fahren lassen, der nur Fisch fährt und einen, der nur Vieh fährt, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Rohmilch hatte ich doch auch noch hier oben, oder nicht? Hatte ich nicht irgendwo? Irgendwo einen Rohmilchverarbeiter? Wer ist denn das nochmal? Die Molkerei. Ich könnte schwören, dass ich die irgendwo schon mal gesehen hatte, aber vielleicht habe ich mich auch vertan. So, ja, du brauchst eigentlich auch nicht so viele. So viele Bahnsteige. Einmal so, das reicht schon. Ich mache trotzdem die Strecke jetzt mal zweispurig für den Fall, dass ich da gleich mehrere draufsetzen möchte. Ne, du musst so, du musst auch so. Okidoki. Na komm. So. Okay, dann muss ich einmal gucken, wo der jetzt hin soll. Ich wollte den oberen Hafen mitnehmen, hatte ich gesagt. Wäre ja blödsinnig, eigentlich jetzt beide damit anzufahren. Das heißt, da oben irgendwo muss er hin. Ist schon ein kleines Streckchen jetzt hier. Na, vielleicht hat der andere doch mehr Sinn gemacht, weil der hier so ein bisschen in der Ecke liegt. Ja, der wäre tatsächlich besser gewesen. Tja, da müssen wir mal gucken. Ich den jetzt hier hinbaue. Denn wie gesagt, er muss halt immer auch im Einzugsbereich sein und
Das könnte jetzt hier schon ein bisschen eng werden. Sonst müsste ich hier einen Kopfbahnhof bauen. Das will ich eigentlich vermeiden, aber das geht. Ich denke mal den Hafen. Ja, wobei ich habe da hinten ja auch noch einen. Also lass mich diesen Hafen vielleicht exklusiv machen für da oben. Und falls ich nochmal Fisch und Vieh oder irgendwas oder hier Rohöl, glaube ich, haben sie auch im Hafen. Falls ich das nochmal für was anderes brauche, dann warum kann ich ihn denn jetzt nicht anklicken? Achso. Ich war noch im Baumodus. Dann kann ich den anderen Hafen nehmen. Baumwolle, Rohöl, Fisch. Das Rohöl kann ich doch auch da oben gebrauchen. Na, ja, ach komm. Mach ihn ruhig ein bisschen dicker. Ist schon okay. Obwohl es eigentlich dumm ist, weil er natürlich von der anderen Seite kommt. Im Prinzip ist das nicht so clever. Wird ja wohl gehen. Komm schon. So, das sieht doch alles schon wieder richtig cool aus hier. Der noch da. Den ein bisschen länger. Und der noch da. So, dann hier wieder meinen Kreis. Aber hier spare ich mir jetzt tatsächlich die Ausweichgleise. Da kommt einfach ein Signal in die Mitte und dann ist gut. So. Ein paar Signale müssen sowieso in der Mitte. Und hier hinten hatte ich ja, glaube ich, auch noch keine, oder? Doch, die hatte ich. Die hatten wir. Das war dumm. Das war ziemlich doof. Na komm. So viel Verkehr wird hier auf dieser Strecke jetzt auch nicht sein, dass ich da jetzt großartig mir hier einen Kopf machen muss. Denk ich mal so.
das macht wieder keinen Sinn. So, okay. Wunderbar. Ich bin zufrieden. So, da muss der jetzt noch irgendwie hier hinten mit dran. Aber das kriegen wir ja hin. Da war schon wieder zu nah aneinander. Mann. Komm schon. Das sieht scheiße aus. Nein, das sieht scheiße aus. Ich baue auch fürs Auge. So, wunderschön. Okay, wo bist du? Da hinten ist er. So, wunderbar. Ja, das läuft jetzt. Wir haben schon 1,5 Millionen wieder auf dem Konto. Das heißt, diese Möbelgeschichte macht jetzt auch endlich richtig Gewinn. Und im Prinzip brauchen wir uns ab jetzt ums Geld gar nicht mehr so den Riesenkopf machen. Klar, wenn wir jetzt große Projekte irgendwie starten wollen, das heißt vor allen Dingen richtig lange Strecken, dann wird das schon wieder ein bisschen teuer werden. Aber eigentlich sollte das laufen jetzt. Also, was wollte ich jetzt hier nochmal machen? Ich wollte Vieh wollte ich bringen und Fisch wollte ich bringen. Und Rohöl kann ich doch aber... Ne, Ölprodukte brauche ich erst. Die kann ich aber hier zum Bleistift machen. Ah, oh, das wird ja noch mal komplizierter. Gut, das mache ich extra. Das mache ich extra. Also ich werde auch Fisch und Vieh extra bringen. Dann habe ich einfach mehr Züge laufen. Das, ich meine, ich will das ja einfach, ich will ja so viele Züge wie möglich hier fahren haben. Darum will ich jetzt das nicht gleichzeitig bringen. Sondern ich fahre das extra, Tatsache. Ich fahre einmal Vieh von hier hinten. Rohmilch kann man dann später auch noch holen. Und Fisch, das mache ich erstmal. Und dann kann ich von hier nämlich Konserven wieder mitbringen. Wobei ich auch noch Stahl brauche. Gut, Stahl wird das nächste Projekt werden. Alles klar. Und dann muss das Ganze noch verbunden werden. Mit hier oben. Muss es sowieso theoretisch, denn sonst müsste ich mir jetzt noch ein zusätzliches Depot bauen, aber das werde ich jetzt auch machen müssen, da komme ich jetzt nicht drum rum. Das ist jetzt zu weit, um da nur fürs Depot Schienen hochzulegen. Das sehe ich dann jetzt auch nicht ein, da pfeife ich dann jetzt drauf. Dann kommt jetzt hier noch ein Depot hin und dann ist das halt so. Ja, dann führen wir das Depot doch am geschmeidigsten. Am besten einfach in Kreis, ne? Das ist, glaube ich, schon zu groß, ja. Na, doof. Das passt auch nicht. Nee, das Depot ist zu groß, scheiße. Das Blöde ist, wenn man im Baumodus ist, die Schienen kann man zwar alle abbrechen, das heißt, dass sie nicht gebaut werden, aber Weichen werden immer automatisch gesetzt. Die muss man dann wieder abreißen lassen. Ah, das ist
jetzt gefällt mir alles nicht so. Oder ich muss ihn doch nach innen machen. Das sieht jetzt aber auch alles blöd aus hier. Nein, ach nein, zur anderen Seite solltest du. Ach Mann. Scheißendreck. So, zack. Dann machen wir hier jetzt noch ein zweites Depot hin. Eigentlich finde ich das immer geil, wenn ich auf einer Map nur ein Depot stehen habe. Ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit diesem Spiel, habe ich wirklich für jede einzelne Industrie, für jede einzelne Städteverbindung, habe ich ein extra Depot gebaut. Das heißt, da war es nie irgendwie, dass sich Züge meine Quere kamen, weil jeder Zug eine dedizierte Strecke zum Ziel hatte. Das war total sinnlos eigentlich. Aber war auch lustig. Was nehmen wir denn? Eigentlich müssen wir die nehmen, weil es einfach so schnell ist. Aber wir machen das anders. Wir nehmen jetzt die hier. Holen uns damit. Wir holen uns damit Vieh. Ja, ist jetzt die Frage, mache ich zwei Züge, die Vieh fahren, oder mache ich nur einen? Nein, ich mache mir zwei. Komm her. Drauf gepfiffen. Ich mache mir zwei. Also, dann holst du Vieh. Und der andere holt wirklich nur Fisch. Ja, so machen wir das. So, ich mache mir zweimal Vieh und zweimal Fisch. Ganz einfache Kiste. So, jetzt warte ich noch, bis der andere ein bisschen weiter weg ist. Ich lasse die Zeit noch ein bisschen schneller laufen, damit die sich nicht unbedingt gleich am Anfang in die Quere kommen. So, dann kann der raus. Und dann mache ich noch einen. Da nehmen wir von mir aus mal hier den GP30. Der fährt dann ein bisschen Fisch. Okay. Und auch davon mache ich mir zwei. Na, der kann jetzt zum Beispiel den Fahrplan komischerweise wieder nicht übernehmen. Manchmal ist das so. Manchmal geht's nicht. Ist halt so ein bisschen verbuggt, das Spiel. So, und da sind auch schon die ersten Züge jetzt unterwegs. Jetzt sieht das auch so langsam mal hier nach Schiene und Straße aus. Und im nächsten Teil werden wir uns dann um die Stahlproduktion kümmern und dann müssen die Konserven ja auch noch abgeholt werden von hier. Das ist das, was wir im nächsten Teil machen werden. Danke fürs Zuschauen und im nächsten Teil geht's hier weiter mit Schiene und Straße. Bis dahin. Adios.